Ja, es geht direkt weiter mit einer weiteren Folge. Herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Wir sind beim letzten Mal hier angekommen, haben einen Levelaufstieg erreicht. Den werde ich mich direkt mal vergeben. Ja, das ist eine Fähigkeit, die sehr gut ist. Dann halten die Waffen länger. Manchmal wird ein Reparaturslot dann nicht verbraucht. Nehmen wir. So. Hätten wir in der Stadt mehr Fallen aufgestellt, kämen wir einfacher von A nach B. Dann gucken wir gleich mal, Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. was die Händler jetzt haben, weil mit einem Levelaufstieg hat man Zugang zu besseren Waffen. Ein Brecheisen mit 86. Ja, die Zweihandwaffen haben zwar mehr Schaden, aber dafür ein schlechtes Handling. So, Du das findest in nehmen wir ganz Harad mit. keine besseren Angebote. Ja, es ist nicht berühmt. Dann gehe ich mal zu dem anderen Händler. Du brauchst Antizin? Vergiss die GRE-Pakete. Vielleicht hat er ja was Hier Besseres gibt für es immer mich. was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Weil ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Ich habe Jafar getroffen, den Besitzer der Werkstatt, und ihm mit dem Tod gedroht, wenn er nicht zahlt. Ich bin doch kein Mafiaschläger, verdammt nochmal. Ja, der gute Crane hat ein schlechtes Gewissen, habe ich auch. Aber wenn man inkognito unterwegs ist, was will man machen? Hilfsgüterabwürfe sind sinnlos. Reis kreist sich ja doch alles. So. Was hat er? Ein Fäustel. Wie geht's, Kumpel? Schwere Entscheidung, was? Ja, es ist wohl wahr. Wie geht's denn so? Ich hätte gerne eine orangene Waffe. Willst du handeln? Aber ihr habt ja sowas nicht. Willkommen. Ja, aber da wir sowieso Abend haben, werde ich jetzt erstmal die andere Quest Sobald ein abschließen. Schirmpakete aufkommt, ist auch schon ein Typ in Orange da, um es abzugreifen. Und zwar diese hier, weil wir haben ja zwei Schusswaffen gefunden, praktischerweise. Und hier müssen wir eine Schusswaffe für Davut finden. Und eine von den beiden bekommt er dann halt von mir. Moment, das muss ich aber aufpassen, dass ich nicht die verkehrte abgebe. Eine war ja schwächer, die andere stärker. Moment, da muss ich erstmal gucken. Dann rüste ich die mal aus. Nee, die nicht. Die deutsche ist besser. Und dann hoffe ich mal, dass ich ihm die hier gebe. Und nicht die deutsche. Du hast eine? Großartig. Hier, der Schlüssel, wie besprochen. Das ist der Schlüssel zu meinem alten Pfandleihgeschäft. Das Beste der Stadt. Hey, apropos Pfandleihe, kann ich dich noch um einen anderen Gefallen bitten? Du gehst doch eh dorthin, oder? Könntest du mir bitte etwas von dort mitbringen? Was denn? Eine, lach nicht, Actionfigur aus der Remy-Call-Serie. Ich weiß, aber meinem Sohn bedeutet sie viel. So, so.
Na gut. Nein! Verdammt, jetzt hat er die bessere Waffe. Ah, was ärgerlich. Scheiße. Ich hätte die vorher in mein Inventar tun sollen, in den Rucksack. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Ich hab's erst noch vorgehabt, aber ich hatte keine Lust mehr, extra runterzulaufen. Ja, das habe ich jetzt davon. So. Dann fahren wir mal wieder runter ins Erdgeschoss. Kann ich nur hoffen, dass ich noch mal eine bessere Waffe finde. Du hast ja noch keine neuen Sachen, nein. Ah, ich werde hier schlafen. Weil es ja sowieso gleich Nacht ist. Es ist noch ein bisschen Zeit, bis die Nacht anbricht. Dann spiele ich mal noch ein bisschen Gitarre, oder? Naja, der gute Crane ist ein bisschen aus der Übung. Viel kriegt er nicht raus. Na gut, die Waffe lasse ich jetzt mal. Die lasse ich jetzt mal hier drin. Ja, ob ich diesen einfachen Hammer noch ausrüsten sollte, weiß ich nicht. Es gibt jetzt bessere Waffen. Aber mal gucken. Schlafe ich erstmal bis zum Morgen. So, noch einmal. So. Der Tag ist wieder angebrochen. Hallo, hallo. Dann gucken wir mal jetzt bei den Händlern nochmal. Jetzt hat er eine Hakenklinge, aber die nicht besonders gut ist. Ja, die wäre schön, aber die kriegen wir noch nicht. Nee, du hast nichts Gutes für mich, leider. Sehr schlechte Hakenklinge, nee, nee. Das lassen wir mal. Dann gucken wir mal unten. Vielleicht haben wir ja Glück, dass der andere Händler was für mich hat. Oh. Sobald eins der Pakete aufkommt, ist hier sind Aufgaben am schwarzen Brett. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Ah. Dieser Gestank. In der Stadt modert ein Großteil der Bewohner nur vor sich hin. Daran gewöhnt man sich nie. Nun, manche von uns wollen etwas dagegen unternehmen. Wir stellen Räucherwerk her, Harz, Makropulver und Holzkohle haben wir, aber uns fehlt Lavendel. Der wächst auf den Felsen in der Nähe des Hafens, sammle so viel wie möglich und bringe ihn Toiga. Ja, es gibt eine Belohnung, aber helfen zu dürfen, den Geruch zu vertreiben, sollte Lohn genug sein. Dafür gibt es 3500 Überlebenspunkte und $1000. Nehmen wir natürlich mit.
So, Zweitbrille. Begeben Sie sich zu Kalix Wohnung und bringen Sie ihm die Gegenstände, die er benötigt. Gute Belohnung für gute Kuriere. Ich brauche mehrere wichtige Gegenstände aus meiner Wohnung in der Ivy Road. Ich zahle gut. Komme zu mir, wenn ihr mehr wissen wollt. Nehmen wir natürlich auch mit. Das ist dieser Mann hey, hier. Ich habe deinen Aushang gesehen. Du bist Kurier? Wunderbar. Da Wut, der Idiot, hat sich in der Kantine auf meine Brille gesetzt. Jetzt bin ich blind wie ein Maulwurf. Wie soll ich da Alfie helfen? Ich habe eine Ersatzbrille in meiner Wohnung. Es ist nicht weit, aber ich kann nicht selbst hin. Brauchst du sonst noch was von dort? Du würdest es tatsächlich für mich tun? Danke. Und ja, wir wollen oben auf dem Dach einen Gemüsegarten anlegen, damit wir hier nicht verhungern. Aber keiner weiß so richtig, wie das geht. Zu meinem Geburtstag habe ich ein Buch über Gartenbau bekommen. Gemüse für Dummerchen oder sowas in der Art. Müsste auf einem Bücherregal liegen, aber vielleicht musst du ein wenig suchen. Ja, das sind wieder ein paar Nebenquests. Jetzt gibt es auch reichlich zu tun. Wir haben hier noch ein Ausrufezeichen. Hätten wir in der Stadt mehr Fallen aufgestellt, kämen wir einfacher von A nach B. Das ist er hier. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Aha. So, hier können wir uns nochmal die Verpflegung abholen. Nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir nochmal zu dem anderen Händler und in der Hoffnung, dass er eine gute Waffe für uns hat. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Ah, nur ein Baseballschläger. Zwei an Waffe ist nicht so mein Ding. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Nee, das überzeugt mich nicht. Ich mag die Baseballschläger ehrlich gesagt nicht besonders. So, dann verkaufen wir mal, was wir haben. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. So, das ist alles Schrott. Brauchen wir nicht. Wertgegenstände. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Hammer noch ausrüsten soll. Ich bin mir da echt unschlüssig. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Es gibt mittlerweile bessere Sachen. Mit fast 100 Schaden. So, der ist so gut wie hinüber. Was habe ich denn überhaupt noch? Ja, leider nicht mehr viel. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. Ich werde den auf jeden Fall mal aufwerten. Das kann nicht schaden. Du findest in ganz Haran keine besseren Angebote. So. Dann hat er 93. Ja, ich belasse es erstmal dabei. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ich möchte gerne noch eine bessere Waffe finden. Gucken wir mal. Rais hat seine Augen und Ohren überall. So.
So, was haben wir hier? Das ist doch direkt in der Nähe, dann gehen wir doch einfach mal dahin. Das ist diese Mission. Aber bevor ich da hingehe, gehe ich nochmal rüber zu Spike. Da bekomme ich dann auch nochmal ein bisschen Ausrüstung. Hier gehen wir auch nochmal rein. Was? Ha, ist das übel, wenn man diese Geräusche hinter sich hat. Dieser Knabe wird da unten sein. Du kriegst mich nicht. Pech gehabt. So, noch eine Kasse. Na, das wollte ich gar nicht. Haben wir natürlich wieder die schnellen Zombies angezogen. Dann gib mal her, Spike. Schönen Sachen. Ja, so allmählich wird es viel spaßiger, weil wir uns schon viel besser wehren können. Er bereichert sich am Verkauf von Antizin an Leute wie dich und mich. So, wir müssen in die Richtung, ne? Oh, ein GAE-Paket. Scheiße.
Ah, die sind ziemlich weit weg. Na. Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Oh, Scheiße. Hier bin ich, komm schon. Ja, warte, ich bereite mich nur mal eben vor, dann... Ich habe keine... Molotows mehr. So, haben wir erstmal wieder ein bisschen Vorrat. Er ist noch nicht tot. Ende. Du bist erledigt. Was soll das? Was? Oh Mann. Ich hab mich doch gerade geheilt. Selber schuld, hätte ich mal lieber noch einen Molotow eingesetzt. 2500 Punkte weg. Und das Paket ist auch weg. Na, klasse. Verdammt. Nein. So. Oh Mann, du bist nicht infiziert, oder? Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Danke für die Rettung. Hier, nimm das. Es könnte sich als nützlich erweisen. Naja, haben wir die Hälfte der Punkte wieder gut gemacht. Keine Chance. Wir sind auch schon fast am Ziel. Nein! Scheiße, meine Waffe ist gleich im Eimer. Nicht gut. Scheiße. So, in dieses Gebäude müssen wir.
So, kommen wir hier rein, ja. Keine Zombies da, so wie es aussieht. So, ein Buch und eine Brille müssen wir finden. Schöne Sachen, aber nicht das, was wir finden sollen. Ja, hier ist wohl nichts, so wie es aussieht. Ah! Ah, die Brille! Super! Da müssen wir jetzt noch das Buch finden. Gartenbau für Dummies. Zigaretten. Da haben wir schon abgefahrene Tiere im Topf. Das war es nicht, so wie es aussieht. Wo sind hier denn noch Bücher? Hier sind welche, die kann ich aber nicht nehmen. Hier auch nicht. Sollen die denn sein? Das ist doch das Gebäude. Es muss hier irgendwo sein. Ein Buch habe ich ja schon gefunden, das kann doch nicht das einzige gewesen sein. Hier ist nichts. Ah, hier ist auch noch ein Raum. Vor
Reich der Träume, ein Liebesroman für Klempner. Oh Mann. Auf einem Bücherregal, okay. Feuchte Träume, ne? Ich glaube, damit kann man keinen Gartenbau betreiben. Oh, eine Zombie-Figur. Da ist noch ein Buch. Heiße Hintern. Na toll. Die Saat des Guten. Praktischer Gemüsebau für Stubenhocker. Das ist es. Jawohl, wir haben es gefunden. Pferdekopfmasken selbst gebastelt. Das sind jede Menge. Death Metal Weihnachtsleder. Bescheuert. DVD-Player Benutzerhandbuch. So kriegt man die Mädels rum. Pneumothorax für Profis. Also Bücher hat er ja eine ganze Menge gesammelt. Aber wir haben, was wir brauchen. Damit wollen wir es mal gut sein lassen hier, ne? So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, ich denke auch, ich werde die das erstmal abgeben, die Aufgabe. Wir sind ja nicht weit weg. Aber ich werde erstmal nochmal in die Richtung gehen. Da hinten die Apotheke nochmal mitnehmen. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Da hinten die Apotheke und da sind auch wieder zwei von Reis Männern. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Funktioniert jetzt. Wir können hier nicht den ganzen Tag rumstehen. Meine Fresse. Sind die lästig. Uah. Ah!
Meine Güte. Ich reiß dir den Arsch auf. So. Puh. Ja, hier ist auch die Apotheke. Schnell. Der muss weg. So. Das kann ich nicht den Wagen öffnen. Das hat sich auch alle Male gelohnt. So. Ja, diesen Ort nehme ich immer gerne mit, wenn ich schon in der Nähe bin. Den sollte man sich auch merken. Ist das nicht wie Weihnachten in diesem Spiel? So, einmal noch runter. Eieiei.
Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. So. So, jetzt können wir zum Turm. Oh, das Flugzeug. Ich sehe es immer nicht. In die Richtung. Genau am Bahnhof runtergekommen anscheinend. Oh Mann, lass mich in Ruhe. Du scheiß Zombie, hast dafür gesorgt, dass ich jetzt hier zu spät komme. Verdammt und zugenäht. Also gut, sammelt das Zeug auf. Wir brechen auf, sobald ihr fertig seid. Auf ihn! Meine Mollys sind schon wieder zu Ende. Verdammt. Du bist erledigt. Scheiße. So, ging jetzt nur auf die radikale Art und Weise. So. Die habe ich schön verbrannt. Jetzt habe ich meine Waffe weggeschmissen, das wollte ich gar nicht. So, und dann nehmen wir mal die Kiste in Empfang. Eine haben wir noch bekommen. Das nehmen wir auch noch mit. Na gut, dann ab zum Tower.
wir hier zufällig einen Händler? Sieht nicht so aus. Schade. Nein, hier ist keiner. Ich brauche dringend Waffen, das ist jetzt mein größtes Problem. Ach, schon wieder so ein Mistvieh. Oh, ich bin in einer Sicherheitszone. Ja, Pech gehabt, ne? Mach dich vom Acker. So, und hier haben wir, glaube ich, auch einen Händler. Sieh dich nach markierten Autos um. Sie können dir das Leben retten. Crane, richtig? Crane, der große Zampano, der Superstar. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Brecken übertreibt's mit dem Lob, bei weitem. Willst du was von mir, Kumpel? Es regt mich furchtbar auf, dass sie behaupten, du wärst der beste Kurier im Turm. Das war immer ich. Vulcan, klären wir das ein für alle Mal. Zeig mir, was du drauf hast, Crane. Beweise, dass du schneller bist. Außer du hast Schiss. Hast du? Ja, das sind so Parkour-Aufgaben. Da muss man innerhalb eines bestimmten Zeitlimits etwas erledigen. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Es ist mega stressig und bringt im Endeffekt nicht allzu viel. Ist hier kein Händler? Du brauchst Antizin? Vergiss die GRE-Pakete. Geh am besten direkt zu Reis. Nö, hier ist gar kein Händler. Brauchst du Antizin? Vergiss die GRE-Pakete. Nö, hier ist kein Händler. Geh am besten direkt zu Reis. Crane, stimmt's? Ein Mann hat von dir gesprochen. Oh nein, ich werde dich nicht 31 nennen. Hier sind schließlich alle Menschen und keine Nummern. Ja, ich bin Kyle Crane und du? Ich bin Haluk. Du kennst Spike, oder? Unseren verrückten Wissenschaftler. Ich kenne ihn. Ja, er hat ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis, aber auch eine geheimniskrämerische Seite. Seinen richtigen Namen, Rudolf, kennt kaum jemand. Genauso wenig wie die Tatsache, dass er bald 50 wird. Hat sich gut gehalten. Willst du etwa, dass ich ihm ein Geburtstagsgeschenk besorge? Oh Gott, nein. Er hasst Geburtstage. Ich weiß nur eben ein bisschen mehr über ihn als die anderen hier in Haran. Ich hatte ihm zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Epidemie ein Zimmer vermietet. Wusstest du, dass er in der University of Southern California gelehrt hat?
Er hatte sich damals entschieden, ein Forschungssemester einzulegen. Es gab da eine Geschichte mit einer sehr attraktiven Studentin. Spike hat seinen Job aufgegeben und ist hierher gekommen, weil er eine Affäre mit einer seiner Studentinnen hatte? Ihre Eltern glaubten wohl, so dafür sorgen zu können, dass ihre Tochter die Prüfungen bestehen würde. Nicht die Allerschlauesten. Nein, 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 es gab keine Affäre. Alles gelogen. Anscheinend war es nicht mal die Idee der Studentin. Und was willst du jetzt von mir? Nun, tja, sag ihm einfach, dass ich ihn vermisse. Und dass sein Zimmer auf ihn wartet. Okay, ich kümmere mich sofort drum. Naja. So, mal eben gucken. Wir geben erstmal die Aufgabe ab. Du hast die Brille und das Buch? Das ist toll! Meine Güte, die Brille ist völlig verdreckt. Was hast du damit angestellt? Ach, lass mal. Ist ja auch egal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. So, dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Die Leute zählen auf dich. Bitte, steh nicht rum, sondern hilf ihnen. Oh Mann, mach keinen Stress hier. So, ich habe dann gleich noch eine Idee. Wir haben noch 2 Stunden, bis die Nacht beginnt. Ich werde das Paket noch nicht abgeben. Ich gucke nochmal beim Händler, ob der was Neues hat, aber ich glaube noch nicht. Nein, er hat noch nichts Neues. Schade. So. Die Hilfsgüterabwürfe sind sinnlos. Reis krallt sich ja doch alles. Ich werde den Part jetzt mal beenden an dieser Stelle. Macht dann gleich weiter. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und tschüss.